Auf jeden Fall sehr gut. Die Jungs machen es mir sehr, sehr leicht. Ich denke, wir haben eine sehr, sehr angenehme Truppe. Ja, und jetzt versuchen wir einfach nur so viele Spiele zu gewinnen, wie es geht, und versuchen einfach das Bestmögliche draus zu machen. Die Fans, ich glaube, die Eishockey-Kultur spricht für sich. Ich denke, wenn man hier reinläuft, dann wird man damit jeden Tag konfrontiert, und es ist schon eine Riesenehre, das Logo auf der Brust haben zu dürfen. Und ja, das sieht man in der ganzen Stadt. Ja, und deshalb macht mich das sehr, sehr stolz. Natürlich immer auch ein bisschen Erfolgsdruck. Man möchte der Geschichte natürlich auch irgendwo ja in der Gegenwart ja gleichtreten. Und das ist sehr, sehr schwer im Moment. Wir versuchen unser Bestes, und ich denke, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Meistens fangen wir eigentlich immer so gegen zwischen 10:30 Uhr, 11 Uhr mit dem Eistraining an, sind dann meistens 2, 2,5 Stunden vorher hier, frühstücken alle gemeinsam zusammen, haben dann meistens ein kurzes Workout, vielleicht das ein oder andere Einzelmeeting noch, und ja, danach gibt es auch meistens Mittagessen, und dann geht es nach Hause, vielleicht mal kurz ein kurzes Nickerchen, und dann ja, ein bisschen auf die Couch und entspannen.